reicht, dann ist die Bratpfanne hier zu offen, oder? Ich bin die neue Kids Coach von Vorarlberg und bin seit letztem Jahr im September im Einsatz. Und wir machen heute in Koblach eine kleine Sichtung. Wir haben die eigentlich im November letztes Jahr geplant im großen Rahmen, die wir jetzt leider so mit der Corona-Maßnahme nicht durchführen können. Und wir haben uns überlegt, wir machen es im kleinen Rahmen und schauen uns die Kinder einfach mal an und versuchen sie zum Kennenlernen. Und heute ist der Dushan da, der ist Regionalkadertrainer, da in Koblach. Der macht heute die Sichtung auf dem Platz und ich bin als Unterstützung da, ehrenamtlich, und freue mich einfach, dass ich bei den Kindern dabei sein kann. Mein Interesse ist da sehr, sehr hoch einfach im Tennis bei den Kindern. Und ja, ich finde es einfach wunderschön, dass man eigentlich in dem Bereich, wo man das Leben lang geschafft hat und wo man die größten Erfahrungen gesammelt hat und sich ein Wissen aufgebaut hat, nachher einfach das den Kindern weitergeben kann. Heute ist es eigentlich ganz locker, es ist eigentlich nur ein Kennenlernen und wir können uns ein bisschen anschauen, wie die Kinder spielen, wie motiviert sie sind, wie groß das Interesse auch ist, vielleicht Turniere zum Spielen und auch österreichweit vielleicht unterwegs zum See. Die Jüngsten sind 2013 geboren und die Ältesten 2011, also quer durch die Bank. Ich finde es super, dass auch die ganz Jungen dabei sind, dass sie das Interesse erzeugen. Man muss den Kindern das einfach fördern. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht ein bisschen mehr Mädels auch dabei sind, weil die Überzahl immer eigentlich bei der Bube einfach ist. Da müssen wir schauen, dass wir einfach ja, die Mädels ein bisschen in den Vordergrund holen, weil viele Mädels gerade auch ein bisschen schüchtern sind und sich noch nicht so trauen, aus ihrer Haut zu müssen gehen. Und deswegen finde ich auch ganz gut, dass ich jetzt mal eine Frau da vielleicht den Input ein bisschen geben kann.